Hey Leutchens und willkommen zurück. Wir befinden uns in der uralten Schmiede und möchten wir unseren Speer verbessern lassen, so dass wir mal ein paar dieser Fähigkeitspunkte ausgeben können. Der Weg dahin ist immer sehr lang und ja, mal gucken, wenn wir endlich mal ankommen. Braucht man nicht, weil das ja nur ein temporäres Ziel ist und danach machen wir wieder was anderes. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Hat lange gedauert, bis wir die neu gefunden haben. Und ja, bin mal gespannt. Sind wir fast Stufe 43? Sehr schön. Genau, bin mal gespannt von den Fähigkeiten, ob wir diese, die wir am meisten oder die ich am meisten verwende, ob ich die auch besser machen kann. Verdrück mich nur gerade. Die funktioniert ganz gut. Da gibt es auch einen Erfolg. Das. Ja, Schildbrecher verwende ich auch. Das Heilen auch. Und zu guter Letzt. Das. Nein, das sieht auch anders aus. Wie ist denn das? Achso, die hier drüben. Sehr schön. Mal kurz gucken beim Heilen. Okay, das ist auch gut. Das Gift und Feuer, sowas alles entfernt wird. Das ist sehr schön. Damit hatte ich manchmal sehr oft zu kämpfen. Und jetzt haben wir noch 4 Punkte, nein, 6 Punkte. Und die können wir noch ausgeben, lustig wie wir wollen. Machen wir erstmal das weiter hier. Können auch mal hier so ein bisschen. Ich glaube, die habe ich jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig ausgegeben. Wie viel haben wir noch? 3 Stück. Das eine lassen wir, das andere finde ich auch kaum. Machen wir das nach oben hin auf Y. So. Sehr schön. Haben uns da wieder ordentlich verbessert. Können wir mal kurz gucken. 22 ist quasi der Rest. Ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind, aber es sehen, wenn wir kurz nachschauen, es sehen sehr viele aus und mit den 22 könnte hier schon mal hinkommen. Ohne das zu zählen. Genau. Sehr schön. Freut mich. Na, kommen wir bald mal hoch. Achso, jetzt bin ich da. Okay, gut. Habe nämlich gerade die eine Fähigkeit gesucht und da fiel mir ein. Ich dachte nämlich, da stimmt was nicht, aber. Wir waren ja drin im Gebäude und da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. So, und das machen wir erstmal nicht weiter. Hier auf der Insel war noch ein kleines Tierchen. Ja, können wir uns gleich mal dran vergnügen. Mal gucken, ob wir das erledigen können und schaffen. Na komm. So.
Wir haben auch noch viele Ressourcen, um unser Schiff zu verbessern, aber uns fehlen die alten Tafeln, die wir dafür brauchen. Und wo war es denn? Und deswegen, ich muss noch kurz auf die Karte gucken. Ach so, da. Also quasi. Können wir gucken, was das für eine ist. Ob das die mit den Monsterjagen ist oder was anderes. Mal schauen. Ich renne nochmal zurück, weil ein Holz brauchen wir öfters mal. Und wir finden das manchmal echt selten. Und deswegen gerne noch was mitnehmen. Lassen wir in Ruhe. Holz nehmen wir mit. Hey. 75? 45? Verzeihung. Die Gegend wird gut bewacht. Oh, Junge. Na, der ist 45, den schaffen wir jetzt nicht. Ich habe Schaden gemacht, ich sehe es aber groß nicht. Doch, da passiert was, aber ich glaube, sobald ich da eines abkriege, sehe ich tot aus. Oh nein, nein, nein. Oh Gottes Willen. Okay. Was war das denn? Schnell weg. Wir versuchen es mal kurz. Wir haben noch 3 Stunden bis. Wo schwimme ich denn lang? Das ist ein bisschen ungünstig. Echt? Das macht Schaden? So Mist. Was ist denn hier? Was ist denn drin? Ist das ein Fisch? Also das könnte noch ein Weilchen dauern, bis wir da genügend Schaden kriegen. Oh, der war gerade gut. Versuche mal auf den Kopf zu ziehen, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Was? Es geht doch mal jetzt wieder rein. Was ist denn jetzt hier los? Ah, so Mist. Fangen wir wieder von vorne an. Wir müssen hier in dem komischen Wasser bleiben. Ui, ui. Was tut denn das uns weh? Ob wir den schaffen? Was war das denn jetzt? Ich glaube, wenn wir die abregen, dann aber. Uah. Schmerzig. Schmerzig. Oh Gott, das will. Ich wollte irgendwas anderes machen. Wäre cool, wenn er brennen würde. Jetzt komm mal her, lass dich so feiern. So. Weiß gar nicht, zum Glück haben wir noch ein bisschen Holz. Aber das dauert noch Ewigkeiten.
bis wir den haben. Aber wir machen einfach weiter, bis wir einfach mal sterben oder auch nicht. Ja, das lief ganz gut. Komm noch ein. Muss mal kurz im Menü. Ich glaube, gleich kriegen wir eine ab. Die total wird wehtun. Denn wir brauchen Pfeile und ich habe ganz wenig davon. Wir brauchen aber bestimmt noch sehr viele. Ich weiß gar nicht, wie ich die verwenden kann. Also herstellen oder auch nicht herstellen, aber wie kann ich die benutzen? Autsch. Was ich mir natürlich frage ist, ob der noch bessere oder dollere Attacken auf Lager hat oder ob das das ist, was er kann. Denn bis jetzt geht es eigentlich ganz gut, dauert nur Ewigkeiten. Oh, da bin ich zu wiesen anfangen. Oh, weg. Mist. Komm noch ein. Jetzt brennt er wieder. Das ist gut. Schade, dass der Anfang nicht so gut geklappt hat. Dass wir da ein bisschen weit raus waren und dadurch die Mission quasi wieder von vorne beginnen durften. Das ist ärgerlich. Oh, der war gut. Das sollten wir nochmal so versuchen. Autsch. Autsch. Ärgerlich. Versuche, immer ganz viel Lebensenergie zu haben. Und am besten immer eins. Ich weiß gar nicht, lädt sich das jetzt schneller auf? Gibt es da eine Abklingzeit? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wird schon dunkel. Ich glaube, wir haben dann am Ende kein Holz mehr. Ich weiß aber nicht, wenn wir dann auch mal später größer sind, oder was heißt größer? Sie wächst ja nicht mehr. Wenn die am Ende mit Stufe 35 hätten, ob wir da dann 35, ich sagte 45. Oh, ich glaube, gleich kriege ich wieder einer. Wenn wir Stufe 45 hätten, ob wir da das Ganze einfacher kriegen würden, würden da vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Und ja, mehr Schaden machen.
und den Schaden dann halt vielleicht auch ein bisschen mehr aushalten. Nicht, dass ich da mal verdrücke, das wird eklig. Wir heilen uns noch nicht. Ganz einfach deswegen, wir haben noch sehr viel Energie. Und da brauchen wir das noch nicht zu verwenden. Aber der war gut. Ich weiß gar nicht, wie viel der hat, wäre mal gut zu wissen. Wäre auf solche Großmonster drauf springen können? Man weiß es nicht, oder ich weiß es nicht. Oh, der war gut. Der war schön. Warum der uns erwischt? Der guckt ihn uns nicht mal an. Oh, gleich zwei, das ist doof. Schnell, schnell weg. Was macht er jetzt? Okay, wir haben die Hälfte erreicht, würde ich meinen. Und er sucht ein bisschen Kontakt zu uns. Wir haben sehr viele Pfeile verwendet und brauchen gleich wieder bestimmt ein paar neue. Also wenn wir das hier erwischt hätten, das wäre nicht gut geworden. Autsch. Wir haben es nicht doch bald. Oh. Wieder keine Pfeile. Grundsätzlich bräuchten wir mehr davon und zwar viel, viel mehr. Also die 60, die wir haben, sind ja ruckzuck weg. Komm noch ein. Das dauert sehr lange. Aber ich will es schaffen. Komm, wir sind auf einem guten Weg. Hoffentlich nicht zu nah. Thank you.
so eng. Ich nenne ihn mal Krebel. So ein ungeschicktes Missgeschick. Seitdem wir unter der Hälfte sind, hatte ich keine drei mehr. Also drei Balken da unten. Schade ist dann, dass das Feuer nicht mehr aufladen kann. Wäre auch gut. Oh Gottes Willen, muss ich mich heilen. Das ist echt zu wenig. Meine Hände nicht da drauf. Grund ist der nicht, dass wir das Ganze abbrechen. Das wäre schade jetzt, wo wir so weit sind. Kleiner Moment, wir haben nur noch 10 Pfeile. Ich nutze gleich mal die Gelegenheit, um uns die Pfeile wieder herzustellen. Oh Gottes Willen. Wenn das jetzt nichts wird, dann müssen wir das abbrechen. Ganz einfach deswegen, weil wir dann kein Holz mehr haben. So, das war sehr gut. Haben uns schön erwischt. Oh, oh, das ist vielleicht... Nein, doch nicht. Ich hatte Angst, dass das zu nah dran war, aber... Aber Schwein gehabt. Oh, ich glaube, wenn ich den und wenn wir den besiegen, dann fühle ich mich der Größte. Dann lass uns gleich nach irgendwo hin marschieren und das einnehmen. Ist halt, was da gut ist, der... Das Ganze ist noch nicht vorbei, deswegen sollten wir es noch nicht ganz so gut. Ja. Nein. Oh, weg, weg, weg. Da sind wir. Ist kurz eingeschlafen, hat ein bisschen die Aufmerksamkeit verloren. Wir füllen noch mal kurz unsere Pfeile auf. Denn die brauchen wir wieder, sonst wird das Ganze sehr viel schwerer. Ich dachte erst, es sind Fische, die uns angreifen. Oh nein! Thank you.
Was mache ich denn wieder? Eigentlich will ich ausweichen drücken. Dummerweise ist das auf der gleichen Taste. Und wenn ich dann halt die linke Taste reindrücke, dann ist das Ganze, wird es aktiviert. Jawohl, geschafft. Und einen Erfolg gab es auch. Sehr schön, zwei Erfolge auf einmal. Also nicht auf... Ah doch, mehrere gab es. Schön. Haben wir besiegt. Wow. Ich freue mich so. 20% Karoor. Sehr schön. Das hat sich ja mal gelohnt. Wir gucken mal in seiner Höhle. Weiß gar nicht, warum ich den angegriffen habe, aber gut. Wir haben ihn besiegt. Das war sehr schön. Und also nicht schön, dass wir ihn besiegt haben, ihn getötet haben, das jetzt nicht. Aber schön, dass wir ihn, dass wir das geschafft haben. Obwohl er drei Stufen über uns war. Dass wir das Ganze übrigens gelöst haben mit ganz viel Holz, sehr vielen Pfeilen. Und ein bisschen Feuer. Und ein bisschen mehr Feuer. Ich freue mich. Wir brauchen das hier. Und wir brauchen noch viel mehr davon. Sehr schön. Ich freue mich noch. Riesig. Und was bist du jetzt? Ist der jetzt wieder da? Ich hoffe nicht. Dann gehen wir. Der hat nur hingeführt. Gut. Liegt noch da. Haben wir geschafft. Oder? Gehen wir kurz rein. Nö, liegt immer noch da. So. Da liegt er. Haben wir geschafft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr ja, das nächste Video einschaltet, das Ganze kommentiert, abonniert und noch ein bisschen ja, mir weiter folgt. Würde mich sehr, sehr freuen und glücklich machen. In diesem Sinne bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Dicken Dank und bis zum nächsten Mal. Kochi. Bye.